bin mal gespannt, wo ich rauskomme. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gold Rush The Game hier in eurem Lieblingskanal für Gold Rush, dem Garderol. Ja, hier wollen wir eigentlich hin. Hier sind wir noch nicht ganz fertig. Hier wollen wir ja am Weg hinschieben, mal so ein bisschen zu üben, wie wir das am besten machen. Das haben wir jetzt also hinreichend gemacht, würde ich sagen. Das heißt, wir machen das jetzt noch passend hier vorne. Und dann geht's los. Es wird aber schon Nacht. Früher war das cool. Da konnte man sagen, ja, es wird Nacht. Die Mitarbeiter arbeiten weiter. Beziehungsweise wir haben jetzt den ganzen Tag gearbeitet und die Mitarbeiter haben was verdient. Alles gut. Mit dem neuen Mitarbeitersystem. Meh, not so much. Aber ist ja auch schön zu sehen, dass der Entwickler noch weiterhin hier Code Horizon, ne? Dass die immer noch so ein bisschen am Schweißen sind an dem Spiel und noch ein bisschen weiter basteln. Bei einem Simulator dauert es schon mal ein halbes Jahr, bis das erste Update kommt, was die wichtigsten Fehler behebt. So. Haben auch schon wieder Leute bis heute vergessen. Muss man ab und zu nochmal dran erinnern, damit das nie wieder passiert. Nie wieder! So. Wunderschön geworden, würde ich sagen. Wunderschön. Ich habe die Sorge, je mehr ich jetzt hier wieder mache, desto schneller geht es wieder kaputt. Oh, awesome. Ich bin ja quasi richtig zufrieden mit uns. So, jetzt einmal nochmal hier die Pömpel in der Mitte weg. Denn hier schon... Der Bagger-Digger, wenn der hier schon so rumrast. Aber ich würde sagen, da haben wir eine richtig schöne Straße geschoben. Ihr habt ja nicht mehr dran geglaubt, ich weiß, aber so bin ich halt. Gut, und jetzt können wir anfangen hier. Wollten wir ja alles wegplanieren. Dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen. So, das hier war jetzt übrigens der Abraum. Da hätte man jetzt natürlich eigentlich sagen müssen, okay... Das ist möglicherweise noch guter Abraum gewesen. Hätten wir vielleicht noch verwenden sollen. Aber der ist ja wahrscheinlich auch mit so viel Müll gemixt. Was ist denn hier für ein Loch? Der ist mit so viel Müll gemixt, was wahrscheinlich auch nicht gerade die beste Idee wäre. Was hat er denn? Ich will jetzt bloß nicht an der Schaufelstelle rumspielen. Gut, wir müssen natürlich jetzt wieder auf die Karte gucken. Eine Karte wollte ich nochmal nachgucken, nämlich die Karte des Goldes 1. Ob der neue Kollege da schon was gebohrt hat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, hat er nicht. Er ist ja wirklich hervorragend, der Kollege. So, wir müssten... Hier sind immer noch... Also hier ist nichts drin. Also ist, wenn ich diese Parzelle markiere, bis dahin kann ich alles wegmachen, da ist nichts drin. Das heißt, bis dahin können wir hier wunderschön vor uns hin planieren. Machen wir so ein bisschen Licht an. Und dann geht das schon hier. Das ist jetzt blöd. So von der Gesamtsituation her, weil wir müssten eigentlich am Ende die Schaufel leicht anheben, aber ich will so ungern die Schaufelstellung verlieren. Kann man die irgendwie sehen? Es ist so ein kleines Stück unter, also wenn es die Schaufelstellung unten im Menü ist, ja so ein kleines bisschen unter der maximalen Höhe, dass sich das vielleicht mal merkt oder so. Oder kommen wir hier an den Boden ran, an den Grund, das kann ich auch möglich. So, ich frage mich gerade, wie viele von den Leuten, die geschrieben haben, oh bitte planieren, ob die das nochmal so machen würden. Aber klar, ne, wir haben das Problem gehabt und das ist ja kein kleines Problem. Wir haben ja schon gesehen, wir konnten ja mal so ein bisschen aus Versehen durch den Boden durchgucken. Das wird nicht kleiner, das Problem, weil da kommt ja noch mehr, also wird ja noch tiefer, sagen wir mal. Ne? Und wenn wir da jetzt nicht schon vom Ansatz her passen, dann passen wir irgendwann gar nicht mehr. Ist halt so. So, das gefällt mir hier gerade nicht.
So. Tja, und Stück für Stück. Das ist immer blöd, ne? Ich habe jetzt gar nicht irgendwie eingelenkt. Da brauchen wir so ein ganz bisschen ankanten hier an einer Ecke und schon dreht sich die Maschine wie so Vögelchen und ich komme nicht mehr weg. Also ich bin das nicht. Ich fahre gerade geradeaus. Ohne zu lenken. Vielleicht doch mal so ein bisschen drehen hier. Also ohne in die Richtung zu lenken, wo sich das Ding dreht, oder? Stehe ich gerade hier, guck mal. So. Ja, also wir können uns hier wunderbar auf der Stelle drehen. Ich versuche mal eben, ob wir uns hiermit vielleicht ein bisschen loslösen können. Auch nicht. Ja. Das ist ja hervorragend. Jetzt muss ich immer noch ein zweites Fahrzeug in der Nähe haben, damit wir uns wieder rausschieben können, oder was? Der hängt hier vorne auf dem... Krass eigentlich, ne? Hm. Wie kriegen wir den jetzt wieder runter? Den können wir eigentlich nur zurücksetzen, ne? Blöd! So. Ja. Es wird dunkel. Und, also ich finde, dieses mit dem, da kommt kein Einkommen rein, wenn die Mitarbeiter arbeiten, ne? Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich fand das schon cool. Du hattest dann halt die Mitarbeiter, je mehr du hattest, dann kam auch ein bisschen bei rum. Und so ist das ja ein bisschen low. Aber ich bitte, das Nebengeräusch zu entschuldigen. So werden wir jetzt herausfinden. Wann? Also, es muss ja irgendwo einen Punkt geben, wo die Mitarbeiter wieder lohnen, weil im Moment lohnen sie halt nicht, ne? Also 1% Bonus. Na, hier für das Hefte einsammeln, 1% Bonus. Gut, es gibt sicherlich Hausfrauen, die dafür für 1% Bonus in die nächstgrößere Stadt fahren, weil das ist ja billiger. Diese Schaufelstellung, die wollen wir ja wieder herstellen. Das war... Oh, das ist so ungenau. Hm. Und wir müssen auch tendenziell noch ein bisschen tiefer gehen, weil sonst kommen wir ja nicht weiter hier. Ja, mal schauen. Also, wir stellen schon mal fest, das Rückwärtsfahren hier ist das Gefährlichste, weil dann fährt man sich auf den Pömpeln fest. Jetzt versuchen wir mal, noch ein Stückchen näher hier ranzukommen. Wir wollten das ja Plan haben mit dem Ganzen. Das funktioniert. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, während wir das hier so machen, dass wir da überhaupt nichts bewegen. Aber da tun wir natürlich, ne? Wir können natürlich jetzt das Feld markieren und dann gucken, wie viel haben wir jetzt hier wieder runtergefahren.
Aber wir müssen natürlich noch viel weiter runter. Ich finde auch nicht zu viel, dass wir hier wieder das Problem haben, dass wir dann direkt senkrecht vor uns in die Erde reinfahren. Und ein bisschen weiter höher die Schaufel machen würde wahrscheinlich wieder dazu führen, dass wir so einen Turm aufhäufen. Beides keine schönen Optionen. Müsste man vielleicht nochmal angucken, wie das in der Serie ist. In der Serie arbeiten die auch mit so wie so Reisterrassen, ne? Stückchen für Stückchen. Aber immerhin, ich hatte es in der letzten Folge versprochen. In dieser Folge geht es voran. Wir werden mal ordentlich hier Abraum räumen. Und dann könnte man vielleicht, also ihr könntet das vielleicht machen, na, so ein altes Video mal reinschauen, das mal vergleichen, ne? Ob es hier wirklich jetzt vorangegangen ist. Ja, die Stellen, wo wir jetzt hier runterhobeln, vergleiche mit irgendwie in einem der letzten Videos an der gleichen Stelle, müsste man ja da ordentlich was sehen können. Hier so der halbe Berg verschwindet, den wir hier wegplanieren. Und das war auch nicht schön, ne? Immer dieses vom Frankenstein, da dieser Auswurf da rumliegen zu haben, das macht einen ja schon irgendwie kirre. Das will man natürlich im Zweifelsfall ordentlich haben. Aber ich glaube, wir müssen doch nochmal mit der Schaufel einen kleinen Ticken runter. Oder? Einen ganz kleinen Ticken. Nochmal. Achtung. Gucken. So. Kannst du das auch nicht irgendwie merken oder so, ne? Keine Ahnung. Nur zu tief würde man halt sehr schnell sehen. Könnte es ja auch das Mega-Planierprojekt nennen, XXXXL oder so. Wer gehört, das wäre wieder im Trend so. So. Die Frage ist, wie gehen wir natürlich weiter vor, je weiter wir jetzt da reinfahren. Also normalerweise müssten wir es ja so machen, wir müssten jetzt nach den Bohrlöchern gucken und dann weiter, ups, und dann weiter abhobeln, ne? Immer ein bisschen weiter, bis wir an der Schicht angekommen sind, wo sich das Baggern lohnt. Ich glaube, das war eure Idee, planieren und baggern. War das eure Idee? Kann das sein? Also das, was ihr euch dabei gedacht habt. Ihr habt euch ja bestimmt was dabei gedacht. Ihr seid ihr besten Zuschauer der Welt. So, es hat übrigens, ich habe ja häufiger mal hier in diesen Videos rumgeheult, in Anführungszeichen, wegen YouTube, das böse YouTube, was meinen Kanal kaputt hat, gemacht hat. Im Moment, Zeitpunkt der Aufnahme, sieht so aus, als hätte YouTube das repariert. Das würde mich natürlich über die Maßen freuen. Und zwar nicht Georg-Maßen, sondern über die Maßen. Weil natürlich schon mein Herzblut da dran hängt und wenn da Faktoren drin sind, die man nicht beeinflussen kann, ist halt immer doof. Ne, man kann da weiter guten Content machen, wenn YouTube den einfach nicht ausliefert, wenn die Abonnenten und auch weiter empfiehlt, das war so ein bisschen mehr das Problem, dann kannst du dich auf den Kopf stellen. Das ist einfach so. Das ist einfach so. So, wir haben, glaube ich, mit grau markiert das letzte Feld, was noch komplett ohne etwas war. Das heißt, wir können hier noch weiter mal schieben. Es sei denn... Also bis hierhin würde ich schieben, genau. Und wie das weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich würde aber mal sagen, wir gehen mal eben auf Tag, auch wenn wir dann den Kredit halt blöd abzahlen, aber
beim Dunkel das Meerschweinchen zum Knuddeln hat sich beschwert, wenn es zu dunkel ist. Und das geht natürlich gar nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.